Ich habe soeben ein großes Paket bekommen von Taiwan Gun aus Polen. Und ich habe mir gedacht, ich mache ein Unboxing. Hab sowas noch nie gemacht, also mal schauen, wie es wird. Taiwan Gun, wie schon gesagt, ist in Polen. Wir haben internationalen Versand. Und das ist jetzt das, ich glaube, ja, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich von dort bestelle. Und habe bis jetzt eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Eben wie das erste, ein großer Koffer für allerlei von Gewehren. Also das ist eine, ich glaube, das ist der größte, den sie haben. AKs, M16, M4s sollten ohne Probleme hier reinpassen. Macht einen wirklich sehr soliden Eindruck. Gut gepolstert. Und ich habe hier auch noch die Möglichkeit, es zu verschließen. Beim Schloss. Ups. Legen wir es mal auf die Seite. Dann habe ich hier ein Amazon Multicam. So ist wie eine ID-Patch mit Kartenfach. Also hier werden zum Beispiel unterschiedliche Sachen könnte man reintun, wie Schrotpatronen oder etwas anderes. Und hier vorne hätten wir eben die ID-Bereich. Das ist gutes Multicam. Das ist echtes Multicam. Dann zwei D-Boys PTW-Magazine. Dann haben wir hier je zwei Magazintaschen. Aha. Das ist ein Big Dragon Silencer. Der ist auch für meine PTW gedacht. Oh ja, das ist sehr, sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben hier eingravierte Advanced Armament Corp Gravur. Law Enforcement USA M4-2000. Dann haben wir On und Off. Das ist das Interessante, wenn man hier diesen Hebel nämlich runterdrückt. Ja, dann kann man den Flash-Hider abdrehen. Und dann kann man, wenn man es braucht, kann man den Schalldämpfer einfach wieder aufdrehen. Das ist also ein Quick-Detach-Schalldämpfer. Mit einem sehr schönen Fleischheiler. Das wird sehr schön auf meiner PTW aussehen. Dann hier, das ist ein Safari-Lampklon für 1911er. Der wird von mir ein Multicam Paint Shop bekommen. Das Prachtstück, eine Bestellung, die SEMA CM048, eine Vollmetall, also Echtholzgarnitur AK. Machen wir das Ganze mal auf. Hier haben wir eine Schussbestätigung und Kontrollbestätigung. Sie hat im Chronotest 418, 420, 420, 418, 416 gekront. Sehr konstant. Mhm. Dann haben wir hier noch ein kleines Blättle, die
Bedienungsanleitung, klassisches Sima. Und dann haben wir hier die AK. Okay, das sieht sehr schön aus, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das ist wirklich wundervoll. Das Holz ist besser, wie ich gedacht habe. Wir haben hier eine Metall-Hub-Up, schon original verbaut. Ein bisschen ein Bakelit-Look, ein Plum-Look, Griff, ein Vollholz-Schaft. Der Akku wird hier hinten übrigens verkabelt, also der ist hier im Schaft drin, der ist ausgehöhlt. Schön markierte Seite. Ja. Wirklich sehr, sehr schön. Wird wundervoll zu meiner Sammlung passen. Und das ist ein kleines Projekt, was ich in den kommenden Tagen dann abschließen werde. Ich habe nämlich ein paar Sachen aus Russland bestellt. Und sobald die da sind, wird das gesamte Holzgarnitur ausgetauscht werden. Und dann wird das ein sehr, sehr interessantes AK-Projekt.